Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Hey Leute, Philipp hier, mal wieder mit einem Road to Commander. Wir sind bei Episode 27 oder 28, irgendwie sowas, ich bin mir gar nicht genau sicher. Auf jeden Fall ist das hier noch ein Gameplay, wo ich mit Michi und Alex gespielt habe. Multiteam, davon habt ihr das letzte Spiel schon gesehen, das war das 35-3 oder irgendwie sowas. Und dieses Game ist praktisch genauso, 30-3. Die Typen waren unglaublich schlecht, wir waren in der gleichen Lobby. Und ich wollte heute mit euch mal drüber reden, über die Next-Gen-Consoles, über die Spiele, über die Accessoires, die man sich jetzt für die Xbox 360 schon gekauft hat und all sowas, und wollte dazu einfach mal meinen Senf zugeben. Wenn ihr nicht die letzten 3 bis 4 Monate unter einem Stein gewohnt habt, dann wisst ihr, dass im Herbst es endlich soweit ist für viele Gamer. Das lange Warten hat ein Ende, die PlayStation 4 und die Xbox 27 stehen vor der Tür, zusammen mit Battlefield 4 und Modern Warfare 4, Modern Warfare Ghosts oder wie auch immer das neue Spiel heißen wird. Auf jeden Fall, es wird ein richtig geiles Zockerjahr, wenn man das so sehen will. Mit den neuen Konsolen, was erhofft man sich bei sowas? Also erstmal hoffe ich mir, dass die Teile nicht wieder so unglaublich viel kosten. Bei Microsoft bin ich mir ziemlich sicher, ich meine, die Xbox war generell schon deutlich billiger und war sie auch immer als die PlayStation, die ja, also die PlayStation jetzt hat ja, als sie rausgekommen ist, $700 gekostet, also ungefähr 600 Euro, was echt deutlich zu viel war. Ich bin auch am Überlegen. Ich hole mir wahrscheinlich die Xbox, einfach nur damit ich mit dem ganzen Xbox-Theme bleibe. Ich habe mir letztens mal so Gedanken gemacht und nochmal so einen Vergleich gemacht zwischen Xbox und PlayStation. Und ich bin da zu dem Schluss gekommen, dass die PlayStation von der Hardware einfach viel besser ist, ohne so ein dämliches Laufwerk mit Blu-ray-Player. Einfach handlicher. Ich finde den Controller ehrlich gesagt besser. Allerdings ist es wirklich so, dass, was Software angeht, die Xbox weit voraus ist. Also ich meine, ich zahle gerne meine 45 Euro für Xbox Live im Jahr und habe dafür viel besseren Online-Service, bessere Verbindungen und einfach besseren Support von Microsoft, und von daher tendiere ich dazu, mir die Xbox zu holen, einfach nur, weil man eben sich eine Konsole kauft, nicht um sie anzugucken oder irgendwie um sie toll zu finden, sondern um darauf zu spielen. Und das Spielerlebnis ist für mich bei der Xbox 360 immer noch besser als auf der PlayStation 3, und deswegen tendiere ich jetzt zu der Xbox. Aber die Specs sind ja schon rausgelassen worden, also von daher sieht es von den Prozessoren und von den GPUs und CPUs in den beiden Konsolen sehr identisch aus, und deswegen denke ich mal, kann sich das jeder praktisch aussuchen, was er da will. Auf jeden Fall wird es zum tollen Spielerlebnis kommen, davon gehe ich fest aus, und mal schauen, was Microsoft und Sony so in den, was für Esser sie noch im Ärmel haben, um uns zu überraschen. Aber mit den neuen Konsolen stellt sich nicht nur die Frage von den neuen Spielen, sondern was mache ich jetzt mit meinem Headset, mit meinem SCUF-Controller, generell mit meiner Xbox 360-Ausrüstung. Ich meine, ich persönlich habe ziemlich viel Geld für meine Xbox 360 ausgegeben mit meinem ganzen Zeug. Ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, meinen SCUF-Controller für 160 Euro gekauft, und mein Headset war auch nicht gerade billig mit 180 Euro. Und deswegen frage ich mich natürlich, kann ich das jetzt benutzen? Also ich gehe davon aus, dass man das Headset durchaus benutzen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zu irgendeinem Konflikt kommen sollte zwischen der Konsole oder dass es da irgendwie rumspackt. Ich denke, man muss das einfach einmal neu konfigurieren. Mein Headset hat Dolby Digital 7.1. Ich denke nicht, dass die Xbox im Standard dazu sein wird, bessere Soundqualitäten zu liefern. Mit dem Controller ist es aber eine andere Sache. Also ich meine, von der Struktur her wird der Controller noch gleich funktionieren, aber man weiß noch nicht, wie der Xbox 27 Controller aussieht. Bei der PlayStation ist es gewiss, dass man da so einen kleinen Touchscreen drauf hat, und das könnte wichtiger Teil von manchen Spielen werden, und deswegen gehe ich davon aus, dass man sich neue Controller nochmal holen muss, beziehungsweise kann, will, sollte. Aber was ich ehrlich gesagt hoffe, ist, dass die Konsolen vielleicht mal so ein bisschen drauf geachtet haben, was denn eigentlich besser liegt, also beziehungsweise Verbesserungen an den Controllern vorgenommen haben, damit man sich nicht vielleicht den 160-Euro Controller kaufen muss. Das gleiche gilt für die Accounts von den jeweiligen Konsolen. Bei der Xbox 27 ist es vielleicht nochmal so ein bisschen relevanter, da ja viele Leute wirklich extrem auf Gamescore gesuchtet haben und da wirklich sich echt Mühe gegeben haben, alle Spiele durchzuspielen oder was weiß ich, die ganzen COD-Kampagnen auf Veteranen durchzuspielen, wo ich auch die Hälfte geschafft habe. Und ob man da den Gamescore mitnehmen kann, ich sage nein. Also es ist so, dass man sich mit jeder neuen Konsole eben einen neuen Account machen muss. Und das ist dann einfach so ein Neuanfang, so ein neuer Start. Da gibt es dann andere
andere Features. Da gibt es dann vielleicht gar keinen Gamescore oder keine Trophäen mehr auf PS3, sondern sonst was anderes. Oder vielleicht hat PS3 jetzt auch, also PS4 dann, auch so eine Art Gamescore-Funktion, die ich eigentlich so ein bisschen besser finde, da man das ja auch sieht. Also ich denke schon, dass man sich da eben alles nochmal neu einstellen muss, aber ich denke nicht, dass es ein Schritt zurück sein wird, sondern einfach ein Neuanfang, ein frischer Start für jeden. Und dann schauen wir einfach mal, wie es danach aussieht. Das Einzige, was die neuen Konsolen wirklich beibehalten sollten, sind die Gamertags. Dann stellt euch mal vor, irgendjemand kauft sich jetzt die Konsole früher und macht sich einfach, was weiß ich nicht, ein Dutzend Accounts von größeren YouTubern oder sowas und dann haben die ihre Gamertags nicht mehr. Das ist wirklich die einzige Sache, wo ich sagen würde, da hätte ich schon ganz gerne irgendwie eine Option, dass ich meinen Gamertag gesichert mit rüberkriege. Vielleicht, dass man so in den ersten 2 bis 3 Wochen Zeit hat, dass der Gamertag praktisch gesichert ist und dass man sich so eben seinen Gamertag sichert, den man jetzt auf den alten Konsolen hat, wo man wirklich lange schon mitgespielt hat, was sozusagen seine Online-Identität ist. Da bin ich wirklich dafür, dass Microsoft und Sony sich da was überlegen, damit man das eben erzielen kann, dass man diesen Gamertag beibehält. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man wirklich nur eins gewiss sagen, und zwar, dass man nichts gewiss sagen kann. Niemand weiß, wie die neuen Konsolen aussehen werden, niemand weiß, wie sie sich spielen, niemand weiß, was die Grafik ist und niemand weiß, ob Sony Microsoft aufkaufen wird oder sonst irgendwas passiert. Auf jeden Fall, das war das Commentary. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Lasst eure Kommentare da mit euren Vorschlägen, mit euren Ideen, mit euren Hoffnungen, mit euren Wünschen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr irgendwelche gegensätzliche Meinungen zu mir? Lasst es in den Kommentaren da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt kommt nochmal ein neues Outro, das mir Wolfhirsch91 gemacht hat, aka Cedric. Auf jeden Fall großes Dank an dich. Und ja, schaut es euch an, Leute. Sagt mir, was ihr davon haltet und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Commentary. Bis dann.